Ja, bevor ich nun unsere letzte Sprecherin für heute ankündige, eine Frau, endlich geht es jetzt einmal in die Weiblichkeit, weil die kommen da eh ein bisschen kurz, immer die Frauen, aber das wird hoffentlich in Zukunft ein wenig besser werden, dass mehr Weiblichkeit. Gestern war Tag der Frau, welch Schande, vorgestern war Tag des Kühlschranks. Also bevor wir jetzt, weil wir gerade beim Geld sind und es geht jetzt praktisch um Geld, um Grundeinkommen, um Bedingungslosigkeit, um Basisversorgung etc. Und da kriegen wir gerade die Kurven wieder in Richtung Politik. Und da gibt es einen schlauen Mann, der hat mal Folgendes gesagt. Das war der Jean-Claude Juncker. Wir beschließen etwas, das mache ich jetzt fürs Radio nicht, weil ich hier nicht lesen kann. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter. So werden Gesetze gemacht und Recht und Ordnung geschaffen, ohne dass wir es mitkriegen. So, während der Olympiade in Sochi, dort mal kurz einmal die Fracking-Gesetze aufstellt, ist genau diese Geschichte, ja. Während den Winterspielen macht man ein bisschen TTIP und ein bisschen CETA und ein bisschen Tralala. Also das ist schon ganz interessant. Und es ist sehr schön. Das mache ich nachher noch mit der Ankündigung, dass die Hartwig Soyoye Rothschädel, ist das richtig? Fast. Okay, du sagst das uns selber. Also die Hartwig Rothschädel bei uns heute ist und schön, dass du so lange gewartet hast und wir sind jetzt ganz Ohr und ich bitte euch nochmal um die ungeteilte Aufmerksamkeit für die Hartwig. Bitteschön. Dann sage ich nochmal einen schönen guten Abend. Es ist ja recht schwierig, wenn man die letzte Sprecherin ist und schon drei Vorträge vorher gehört hat, da man dann eigentlich immer die Teile der Vorträge davor versucht zu integrieren in den eigenen Vortrag und man merkt dann, okay, das passt, das bringt einen Teil auch zu dem dazu, was man sagen will. Vielleicht zu meiner Person, also ich bin die Hartwig Soyoye Rothschädel, ich habe verschiedene Funktionen, bin einerseits koordiniere ich die Linke in Österreich, ich koordiniere auch die Bürgerinnenbeteiligung Mitbestimmung in Salzburg, mache auch sehr viel in der TTIP-Stoppen-Plattform, wo auch sehr viele Organisationen vereint sind und versuchen, diese Freihandelsabkommen zu verhindern. Wir haben heute schon sehr viel von Potenzialen, von Talenten gehört und mein Thema heute bezieht sich auf das bedingungslose Grundeinkommen. Auch da ist mal, steht am Anfang immer die Frage, was würde jemand machen, wenn wir nicht mehr für unser Einkommen sorgen müssen? Wir sind es ja so gewohnt, dass wir etwas machen, dafür bezahlt werden, dass wir leisten, dass wir funktionieren müssen. Und alleine diese Frage, so wie du der Kollegin zuerst mal das Geld hingelegt hast, so, was mache ich jetzt damit, ne? Ist auch für uns diese verrückte Frage, wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen habe, was mache ich dann überhaupt damit? Ne? Was mache ich mit meinen Talenten, wenn ich nicht mehr dafür sorgen muss, dass ich meine Miete zahlen kann, dass ich meine Fixkosten zahlen kann, dass ich für mein Essen gesorgt habe? Was tue ich dann? Weil dann auf einmal ein ganz anderes Potenzial natürlich in meinem Leben frei wird. Vielleicht versuche ich euch irgendwie zu erklären, du kannst ruhig die erste Folie stehen lassen und ich mache den Vortrag frei. Ich habe an und für sich Folien da, aber es ist, das müssen wir immer kommunizieren. Das ist, glaube ich, so leichter. Das heißt, mal vielleicht zu erklären, was ist überhaupt ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ein bedingungsloses Grundeinkommen hat so vier Voraussetzungen.
Nämlich einerseits, es ist bedingungslos, das heißt, es ist nicht an Bedürftigkeit geknüpft, du musst nichts dafür leisten, du musst keine besonderen Ansprüche erfüllen, rein der Umstand, dass du ein Mensch bist auf dieser Erde, reicht dafür aus, dass du ein Grundeinkommen bekommst. Es ist individuell, das heißt, es bekommt jede Person, was es, und was auch sehr wichtig ist, es ist in einer ausreichenden Höhe. Das heißt, es ist nicht so, wie es jetzt, was wir jetzt in Österreich zum Beispiel haben, also eine Mindestsicherung, die für eine Einzelperson irgendwo um die 800 Euro liegt, die ja nicht existenzsichern ist. Das heißt, also dieser Druck weiterhin bestehen bleibt, zu funktionieren zu müssen, vermittelt werden zu müssen. Das heißt, also die Existenzangst weiterhin besteht. Und sie ist auch, sie wird jedem Individuum zugestanden, das heißt auch in einer Familie, ob Männer, Frauen, Kinder, haben Anspruch auf dieses Grundeinkommen. Jetzt muss man sich, kommen dann natürlich sofort eigentlich so, wie wir eben alle sozialisiert sind, also die Frage, was ist dann, ja, wer arbeitet dann noch überhaupt noch, nicht? Also wenn jemand ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt. Und dann ist meistens eigentlich sofort das zweite Argument, ja, und wer macht dann eigentlich so praktisch die ganze Drecksarbeit, die niemand machen will? Ja, das sind so diese zwei Sofortargumente, die kommen bei einem bedingungslosen Grundeinkommen. Erstens einmal, wir haben heute eigentlich schon von vielen Menschen gehört, dass Menschen an sich einen inneren Drang haben, etwas kreativ zu machen, etwas zu tun. Ich sage immer, das beste Beispiel für funktionierendes Grundeinkommen sind Pensionisten und Pensionistinnen und Kinder. Ich kenne keine Menschen, die eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen haben wie Pensionistinnen, die im Grunde genommen also ihre Existenz gesichert ist. Ich kenne niemanden, dem langweilig ist, der nicht weiß, was er mit seiner Zeit macht. Und ich kenne auch keine Kinder, die hinausgehen, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Das heißt, wir sehen, dass eigentlich Menschen grundsätzlich in sich einen Drang haben, etwas zu verwirklichen und zu tun. Dann kommt oft eigentlich die nächste Frage, ja, wie kann man das finanzieren? Das geht doch nicht. Ja? Und da gibt es aber genug Modelle, die durchgerechnet sind. Grundsätzlich gehen die Modelle davon aus, dass wir ja dadurch eigentlich einen großen Overhead an Sozialverwaltung nicht mehr brauchen. Wir brauchen niemanden, der mehr Arbeitslosengeld auszahlt, Sozialhilfe auszahlt und weiß ich, unsere ganzen Transferleistungen, die wir sonst noch haben, die benötigen wir ja nicht mehr. Und es fallen viele Steuern unten drunter weg, also auch alle die Sozialabgaben, die auf unserer Arbeitsleistung drauf liegen, fallen dann weg. Und wir brauchen eigentlich über die Steuer, über die Mehrwertsteuer, kann man das eigentlich alleine finanzieren. Also die Finanzierung ist eigentlich sehr gut durchgerechnet. Jetzt kann man sagen, okay, das ist irgendwie ein Spintisierer, ein ganz neues Projekt. Aber die Modelle des bedingungslosen Grundeinkommens, das gibt es schon seit 1920, besonders in den englischsprachigen Ländern wurde das schon sehr breit diskutiert. Und es gab auch zum Beispiel vor einem Jahr eine europäische Bürgerinitiative, die dieses Thema behandelt hat und wo auch in ganz Europa 250.000 Menschen sich dafür ausgesprochen haben, dass die Bedingungen besser erforscht werden. Also das heißt, dass man einfach auch schaut, wie kann man das besser gesetzlich umsetzen. Wir haben also jetzt diese Situation, dass so ein bedingungsloses Grundeinkommen auf einmal ganz andere Potenziale freisetzen kann. Warum brauchen wir? Das ist ja schon so eine gewisse, natürlich jetzt eine starke politische Frage, ja. Aber wenn wir uns ansehen, wir haben auch derzeit in Österreich ungefähr 500.000 arbeitslose Menschen, inklusive der Schulungen. Und wir haben eine Situation, dass wir davon ausgehen können, dass wir in den letzten 20, 30, 40 Jahren sehr viele Arbeitsplätze wegrationalisiert haben, ausgelagert haben, und dass diese Arbeitsplätze auch nicht mehr zurückkommen. Das heißt, wir haben in Österreich ungefähr 1,5 Millionen Menschen, die um die Armutsgefährdung herum leben. Das heißt, alle diese Menschen haben eigentlich keinen gleichen Zugang zu einer Existenzsicherung wie andere Menschen. Und das ist eigentlich zutiefst ungerecht, weil es auf Dauer nicht lösbar ist. Auf Dauer werden wir das nicht lösen, dass wir sagen, okay, durch ein tolles Wirtschaftswachstum haben jetzt wieder auf einmal alle Arbeit.
wobei wir davon auch ausgehen müssen, was für eine Art von Arbeit. Eine Arbeit, die uns Menschen teilweise aufzwingen und, oder vielen Menschen auch eigentlich aufzwingen, die sie nie annehmen würden, wenn sie es nicht müssten. Es gibt auch dazu Umfragen, wo Menschen gefragt haben, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen hättest, würdest du noch weiter arbeiten? Dann sagen 90% der Menschen, ja natürlich, ich würde weiter arbeiten. 60% sagen, sie würden den gleichen Beruf weitermachen. Und 30% sagen ungefähr, okay, ich würde wahrscheinlich etwas anderes arbeiten, als ich jetzt arbeite. Vielleicht weniger Stunden arbeiten und vielleicht eine andere Arbeit machen. Also wir sehen, dass die Menschen, so wie wir alle sind, wir alle gern etwas tun, nützlich sind und unsere Talente einsetzen wollen. Wie ist die Situation derzeit zum bedingungslosen Grundeinkommen? Durch die Europäische Bürgerinitiative ist es sehr breit diskutiert worden in ganz Europa und es haben sich große Netzwerke gebildet. In allen Ländern gibt es nationale Netzwerke zu dem bedingungslosen Grundeinkommen und es wird weiter thematisiert. Es ist schade, dass bei der Europäischen Bürgerinitiative dieser Forschungsauftrag nicht praktisch angenommen worden ist von der EU. Wie kann man das umsetzen? Aber es ist jetzt sehr dezentral, wird an dem weitergearbeitet. Und zum Beispiel in der Schweiz gibt es 2016 eine Volksabstimmung darüber, über die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Das ist das erste europäische Land, das verbindlich darüber abstimmen wird, ob so ein Grundeinkommen eingeführt wird. Jetzt habe ich mir selbst das Stichwort gegeben. In der Schweiz wird es eine verbindliche Abstimmung geben. In der Schweiz können Sie darüber abstimmen, in Österreich kann man darüber nicht abstimmen. Was haben wir jetzt also praktisch für Chancen, Dinge in der Politik, in der Gesellschaft, Sozialpolitik zu bewegen mit einer Initiative von den Menschen? Wenn wir uns die Situation in Österreich anschauen, wir wissen, dass wir derzeit Situationen haben, wo wir keine Verfassungsmehrheiten mehr zusammenbringen. Das heißt, es ist sehr schwierig, eigentlich grundlegende Änderungen durchzubringen. Und alle, Großteil der Menschen, die, ich denke mir, die heute hier sitzen, meine Frage, wer hat schon mal bei einem Volksbegehren unterschrieben? Wer hat bei einem Volksbegehren unterschrieben, dass irgendwie auf irgendeine Art und Weise gesetzlich umgesetzt wurde? Sind dann schon sehr viel weniger. Ja? Warum? Weil wir eben eine Situation in Österreich haben, dass wir eigentlich von den Menschen her kein Initiativrecht haben. Das heißt, Initiativrecht heißt, wir können von uns aus keine Gesetzesvorschläge machen. Wir haben in Österreich nur das Instrument von der Volksbegehren. Das heißt, ich kann dorthin gehen, unterschreiben, aber es besteht überhaupt keine Verbindlichkeit, aus dem heraus neue oder andere Gesetze zu schaffen. Das ist ein großer Nachteil, ja, weil es eben keine Verbindlichkeit hat. Wir haben eine Situation, mein Thema ist ja heute auch direkte Demokratie, dass es in der Schweiz Situationen gibt, wo ich mit 100.000 Unterschriften einen verbindlichen Volksentscheid hervorbringen kann, der eine Verfassungsänderung hervorbringt. Das heißt, ich habe die Situation in Österreich, wir haben Volksbegehren gehabt, die haben 200, 300, 400.000, das Konferenzzentrum hat, glaube ich, über 1 Million Unterschriften gehabt, alle ohne jegliche Auswirkungen. Also ein großer Teil aller österreichischen Volksbegehren der letzten Jahre wären sie in der Schweiz durchgeführt worden, hätten sie alle zu Gesetzesänderungen führen müssen. Ob das das Gentechnik-Volksbegehren war, das Bildungs-Volksbegehren, alle die Dinge, die uns allen irgendwo so am Herzen liegen, hätten in der Schweiz immer zu verbindlichen gesetzlichen Maßnahmen führen müssen. In der Schweiz kann ich auch jedes Gesetz, Bundesgesetz mit 50.000 Stimmen zum Kippen bringen. Geht bei uns überhaupt nicht. Ja? Das heißt, was hat das für eine Auswirkung, wenn eine Politik, bei uns ist ja die Erklärung von der Politik immer, naja, wir haben eine repräsentative Demokratie. Aber wenn wir uns dieses Wort repräsentative Demokratie vor Augen führen, dann müssen wir doch wissen, was heißt denn repräsentativ? Wen repräsentiert denn die Politik, wenn nicht die Menschen, die ihren Willen zum Ausdruck bringen? Das heißt,
Du hast in der Schweiz die Situation, dass Politik, bevor sie Gesetze beschließt, einfach viel genauer hinhorchen muss, was wollen die Menschen wirklich, weil sie wissen, dass ihre Gesetze so leicht auch gekippt werden können, beziehungsweise relativ leicht eine Volksabstimmung gemacht werden kann. Der Unterschied auch zu Österreich ist, in der Schweiz hat, bevor es zu einem verbindlichen Volksentscheid kommt, eine sehr lange Vorlaufzeit. Das heißt, es ist zum Beispiel jetzt zu dem bedingungslosen Grundeinkommen, das ist 2013 eingereicht worden, wird es erst 2016 zu einer Abstimmung kommen, weil das einen Prozess durchgeht, weil es einen breiten Diskussionsprozess bei den Menschen gibt, alle Menschen auch eine sehr ausgewogene Information kommt mit beiden Seiten, Standpunkt von beiden Seiten und die Menschen wirklich eine Entscheidungsgrundlage haben, etwas zu entscheiden. Wie schaut das jetzt in Österreich aus? Österreich schläft natürlich nicht. Das heißt, es gibt auch hier Bemühungen, Instrumente zu installieren, die mehr direkte Demokratie ermöglichen. Wir haben derzeit im Parlament, im Nationalrat, eine parlamentarische Enquete laufen mit 5, 6 Terminen, wo ausgelotet werden soll, wie auch in Österreich mehr direktdemokratische Instrumente installiert werden können. Hat wer schon etwas davon gehört? Na, hört man nichts davon, oder? Dass praktisch gerade auf Bundesebene diskutiert wird, was kann man einführen? Es ist medial absolut nicht präsent, was da gerade passiert. Die Diskussionen kann man auf der Parlamentsseite im Livestream auch anschauen. Läuft aber praktisch nebenbei irgendwo, nicht? Also eine so ganz grundlegend wichtige Diskussion wird medial überhaupt nicht, ist überhaupt nicht präsent. In Salzburg gab es auch eine parlamentarische Enquete im Land Salzburg. Alles, was im Moment dabei herauskommt, ist, dass man eigentlich solche Art von Bürgerinnenräten installiert, was im Grunde genommen sind, dass man so wie ein Geschworenengericht per Losverfahren einige Menschen zieht und die dürfen dann so ihre Meinung zu etwas dazu sagen. Das ist natürlich absolut nicht das, was im Interesse von wirklich von den Menschen ist, irgendwo verbindliche Entscheidungen herbeizubringen. Und darum ist es jetzt so wichtig, auch achtsam zu sein, dass die Forderungen nach mehr Mitsprache und Mitbestimmung nicht verwässert werden. Wir hätten jetzt zum Beispiel für alle, die Salzburger sind und das ein bisschen mitbekommen haben, es gab jetzt das Salzburger Modell der direkten Demokratie, es liegt auch so ein bisschen auf euren Tischen, wo eigentlich das erste Mal, das wäre eigentlich ein Pionierprojekt in ganz Österreich, das erste Mal auf kommunaler Ebene die Möglichkeit wäre, in der letzten Stufe verbindlich abzustimmen. Also könnt ihr euch jetzt irgendwie vorstellen, warum dieses Modell jetzt einmal vorläufig versenkt wurde von der Stadtpolitik, obwohl es fertig ausgehandelt war, weil es natürlich ganz Österreich hat auf Salzburg geschaut, ob sie dieses Modell durchbringen oder nicht. Ja, weil es das erste Mal ein wirklich direkt demokratisches Instrument in Österreich wäre. Und deshalb ist es so wichtig jetzt, dass wir auch da nicht locker lassen und unsere Rechte einfordern, dass wir mitbestimmen dürfen und nicht nur mitreden dürfen. Ich möchte auch nochmal so darauf aufmerksam machen, dieses Element auch der direkten Demokratie, nämlich ein Gesetz vorschlagen zu können, sprich ein Initiativrecht zu haben. Wir dürfen ja nur über Dinge volksbegehren oder abstimmen, was uns irgendwie praktisch vor die Nase setzt. So, okay, also wir dürfen in Österreich, wenn die Regierung sagt, bitte entscheidet doch, wie beim Wehrbefragung, Volksabstimmung, ne, zum Wehrdienst, dann dürfen wir unsere Meinung dazu sagen. Aber wir können keine eigenen Themen setzen. Deshalb ist das auch so wichtig, dass wir da mehr Rechte bekommen. Wie bekommt man mehr Rechte in einer Demokratie? Sie werden einem nicht geschenkt. Das allgemeine Wahlrecht ist nicht einfach passiert, sondern demokratische Rechte werden erstritten und erkämpft. Auch in der Schweiz sind sie ihnen nicht geschenkt worden. Sie sind nicht einfach passiert, weil es da immer um eine gewisse Abgabe von Macht geht.
Und deshalb ist einfach meine Einladung auch, hier wachsam zu sein. Bei all dem, was wir besprechen, werden wir immer trotzdem Rahmenbedingungen brauchen, wie wir Gesetze durchsetzen können. Wir dürfen uns nicht hinausdrängen lassen aus diesem gesetzgebenden Prozess, aus diesem Staat. Ja? Wenn wir uns zurückziehen und sagen, okay, es ist eh alles sinnlos, lasst die machen, das wird uns nichts nützen. Wir verdrängen nur Probleme. Nur wenn wir wieder uns einmischen in die gesetzgebenden Prozesse und in eine Politik, dann können wir etwas bewegen. Und wir brauchen wirklich Instrumente der direkten Demokratie, damit wir die Dinge auch wieder bewegen, weil nur über Verfassungsmehrheiten werden wir sie nicht zusammenbekommen. Ein paar Termine wollte ich euch noch mit sagen. Es gibt auch, ich habe hier auf dem Zettel, auf den meisten Tische auch draufgelegt, einige Links auf Facebook und auf im Web von verschiedenen Organisationen, die in der direkten Demokratie etwas machen, die aber auch zum bedingungslosen Grundeinkommen etwas machen. Ich habe auch ein paar Veranstaltungen, die im nächsten Monat stattfinden, von verschiedenen Organisationen dort angeführt. Es gibt einen interessanten Vortrag und Diskussion am 16. März in der Robert-Jung-Bibliothek, Albert Camus und die Demokratie als Revolte, wo es auch genau um dieses Thema geht. Demokratie muss weiterentwickelt werden, aber muss auch immer erkämpft werden. Es geht auch um im St. Virgil am 23. April um Transparenz und Beteiligung, wo es auch Vorträge und Workshops gibt zu mehr Mitbestimmung und Beteiligung. Es gibt in Salzburg eine Arbeitsgruppe zu bedingungslosen Grundeinkommen, wo alle herzlich eingeladen sind. Der nächste Termin ist am 26. März, ist eine breite Gruppe von verschiedenen Organisationen, die daran arbeiten, wo es darum geht, einfach mehr Menschen von dieser Möglichkeit zu erzählen. Und freue mich über Interesse und lade euch einfach nur ein, auch da wachsam zu bleiben, wie wir mit unseren Instrumenten mehr bewegen können. Danke. Ganz herzlichen Dank für deine Ausführung. Ich gebe dir dann dein Stick, gell, da steckt